Es ist wieder soweit. Ein Monat ist vorbei. Project Tenpen. In diesem Projekt zeige ich dir Dinge, die ich aufbrauchen möchte, die schon eine Weile bei mir rumstehen. Oder wo ich der Meinung bin, mit denen tue ich mir schwer, die aufzubrauchen. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Ich habe gerade eine sehr starke Auseinandersetzung mit meinem Pony. Beachtet ihn nicht, das ist ganz schlimm. Ich lasse gerade meinen Pony wachsen und ich habe so Naturlocken, Naturwellen bekommen, also eine Mischung zwischen Wellen und Locken. Kommt drauf an, wo die auf dem Kopf sind. Und mein Pony lockt sich inzwischen auch ganz heftig und macht nicht mal das, was er soll. Da kannst du so viel Haarspray reinsprühen, wie du möchtest. Das ist so schwierig. Aber naja, darum soll es heute nicht gehen. Es soll heute um das Project Tenpen gehen. Mir ist dieses Projekt wichtig, euch eben auch rüberzubringen, nicht immer nur zu kaufen, sondern auch aufzubrauchen. Und dass halt eben Aufbrauchen auch schwierig ist. Gar nicht mehr so einfach. Und ich mache dieses Format von Monat zu Monat und zeige dir dann halt auch immer die Differenz. Also wenn ein Produkt neu dabei ist, sage ich das natürlich. Es sind heute wieder zwei neue Produkte dabei, weil ich eben aufgebraucht habe. Und die aufgebrauchten Produkte sieht man dann in meinen Aufgebraucht-Videos. Aber jetzt legen wir mal los mit dem Rosenwasser. Und da habe ich nicht so viel verbraucht. Da tue ich mich echt schwer. Also klar, man kann es so ein bisschen fürs Make-up verwenden, aber ich trage ganz selten Make-up. Für die Gesichtsreinigung verwende ich es nicht mehr, weil das bringt halt gar nichts. Ich habe vor einem Jahr meine Routine einfach umgestellt auf Duftstoffarm und da möchte ich halt nicht nur extra Rose ins Gesicht sprühen. Es war eine Zeit lang mal so ein richtiger Hype und man hat ja auch gesagt, das verkleinert Poren und dies und das. Tut es einfach mal nicht. Ich habe dieses Mal nicht ganz so viel verbraucht. Letztes Mal waren es 339 Gramm, jetzt sind es 322 Gramm. Also da ist schon noch einiges drin, was ich aufbrauchen kann. Zumal ich eben im Bad auch so ein Sprühfläschchen stehen habe und es eben auch noch aufbrauchen muss. Wir waren schon beim Thema Pony und die Flasche werde ich noch mit euch zusammen aufbrauchen, aber ich habe mir eine neue Flasche geholt, weil ich eben meinen Pony jetzt wachsen lasse und durch das hängt er mir sehr stark immer ins Gesicht und ich halt doch ein bisschen fettige Haut habe und da passt der ganz gut. Ich versuche halt meinen Haarwaschrhythmus, soweit es geht, auseinanderzuziehen und ich bin bei 5 Tagen mehr schlecht als recht. Erweitern durfte ich das jetzt nicht. Und da helfen mir halt so Sachen wie das Dorkenshampoo, aber nur im Pony. Sonst verwende ich eben Heilerde. Die Heilerde sieht man im Pony, finde ich. Das sieht man. Und da ist das ganz geschickt, weil das Pulver ja weiß bis durchsichtig ist. Und ich mit dem dann ganz gut zurechtkomme. Da habe ich das letzte Mal 157 Gramm gehabt, jetzt 151. Ich verwende es halt echt auch einmal pro Woche eben jetzt gerade regelmäßig und daher wird sich das eben auch ganz gut verbrauchen. Ich habe eine Lippenpflege bekommen von No Make-up. Das ist ein PR-Sample, aber ich tue mir halt schon ein bisschen schwer, Lippenpflege aufzubrauchen. Ich habe hier einen. Ich glaube, ich habe noch nie Lippenpflege irgendwie aufgebraucht. Die ist irgendwann so alt, dass ich sie dann wegschmeiße. Wenn es gruselig wird, ist es dann auch nichts mehr. Und du darfst halt echt nicht vergessen, du isst das mit, so blöd es auch klingt. Aber die ist gar nicht mal übel. Ich habe echt gedacht, ich habe mehr verbraucht. Ich habe das echt fast jeden Tag verwendet. Und die Differenz ist gerade mal 1 Gramm. Letztes Mal 18 Gramm, jetzt 17 Gramm. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Also die ist noch, die ist wirklich super sparsam. Das Produkt, wo da rauskommt, ist recht cremig, also nicht so pastös, sondern eher so ein bisschen feuchtigkeitsspendender und du brauchst halt echt nicht viel. 1 Gramm in einem Monat, das ist echt mega. Also da werde ich echt lange dran haben. Wir haben hier ein etwas schwieriges Produkt, das ist die Alverde Deo Creme. Dazu hatte ich ein Video gemacht.
immer wieder bekomme ich dann irgendwie Nachrichten, die dann sagen, schmeiß das doch weg. Das ist aber eben der Sinn und Zweck dieser Sache hier, eben noch versuchen, die Sachen aufzubrauchen, weil du hast sie eben ja gekauft. Und auch wenn das Produkt super schwierig ist, kommt mir immer so vor, als wenn gar nichts rauskommt, ich nütze es zusätzlich zu meinem anderen Deo. So schaffe ich es halt, das aufzubrauchen. Der Geruch ist jetzt echt nicht spannend. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Je länger ich das Produkt habe, desto schlechter finde ich den Geruch einfach. Soll Bergamotte sein. Letztes Mal 53 Gramm, jetzt 50 Gramm. Wie gesagt, jeder Schritt in die Richtung, etwas sparsamer zu werden, also weniger Müll zu produzieren, ist eine gute Richtung. Aber ich habe jetzt das von CD und das von Balea noch nicht probiert. Bei Balea musst du halt immer ein bisschen aufpassen, ob sie nicht auch wieder irgendwie Mikroplastik ins Produkt mit eingearbeitet haben. Muss mal in den Inhaltsstoffen gucken. Aber ja, also es wird weniger, aber es dauert halt, ne? Kommen wir zum Isana festen Shampoo. Ist nicht mehr viel, aber im Moment teste ich halt ein anderes Produkt und ich nütze es halt gerade gar nicht. Ich habe es ganz oft zum Duschen hergenommen, weil dafür brauchst du eben so feste Shampoos, die du nicht mehr so verwendest. Am allerbesten kann ich dir echt empfehlen. Und da hatte ich das letzte Mal 23 Gramm, jetzt sind es 18. Also es ist nicht viel verbraucht, weil wenn du so ein Shampoo zum Duschen verwendest, dann verbrauchst du recht schnell recht viel. Also das ist wirklich super cool. Soll nicht heißen, dass ich dieses Shampoo schlecht finde, aber es ist einfach so, ich teste relativ viel für euch und kriegt die halt dann nicht mehr so aufgebraucht, bin ganz ehrlich. Und wie schon gesagt, 23 Gramm das letzte Mal, 18 jetzt. Bisschen was ist weg. Kommen wir zum Retinol von No. Im Moment teste ich ein anderes Produkt oder zwei Produkte und da möchte ich halt kein verfälschtes Ergebnis haben. Retinol ist eine super tolle Sache und ich empfehle dieses Produkt immer und immer und immer wieder. Habe das schon x-mal zum Beispiel unter dem Set Natural Video empfohlen. Ich mag das total, aber im Moment, wie gesagt, teste ich was anderes und da ja, möchte ich halt nicht das Serum gerade dazwischen nehmen. Braucht jetzt, glaube ich, schon nur so 2, 3 Wochen, bis ich das wieder wirklich benutze. Steht bei mir im Kühlschrank, da hält es ein bisschen länger. Das letzte Mal habe ich 56 Gramm gehabt, jetzt 55. Also ich habe es wahrscheinlich ein, höchstens zweimal verwendet. Kommen wir zu Sonnencreme und bei der Sonnencreme möchte ich mich ein bisschen erziehen dahingegen, dass ich genug verwende. Sollst du 1 Gramm im Gesicht verwenden, das kann ich mit der nicht, weil das ist eine mineralische und du hast halt irgendwann, bist du echt total speckig. Und du hast eben dann einen richtigen Film auf dem Gesicht. Also jetzt im Sommer hat man das schon bei mir gesehen. 94 Gramm das letzte, 80 jetzt. Also immerhin habe ich 14 Gramm verbraucht, sind keine 30, weil grob 30 solltest du schon verwendet haben dann in einem Monat. Wer sich fragt, warum das so wichtig ist, dieses 1 Gramm bezieht sich auf den Lichtschutzfaktor. Nur wenn du dieses 1 Gramm aufträgst, hast du auch wirklich die volle Leistung. Deswegen verwende ich immer so hohe, weil ich halt nie das auftrage und habe dann wenigstens eine abgeschwächte Version. Das ist ganz wichtig, besonders wenn man so hochwertige Inhaltsstoffe verwendet, wie jetzt das Retinol, da soll man es so oder so verwenden, weil Retinol tut sich schwer am Tag. Das Squalan kommt jetzt wieder häufiger in Anwendung, weil wie gesagt, ich bin in der Testphase und möchte eben so wenig wie möglich andere Inhaltsstoffe außerhalb meiner Probeprodukte aufs Gesicht packen und da passt das Squalan ganz gut, weil es ist halt, wie gesagt, Squalan, da ist nichts anderes drin. Und habe ich nicht so viel verwendet, 152 das letzte Mal, 147 jetzt. Ich glaube, ich habe mich einmal damit komplett eingecremt. Das mache ich auch. Eingeölt, nicht eingecremt. Das ist ganz interessantes Produkt. Das fettet nicht so stark. Ich habe über Squalan ein Video gemacht, einen Faktencheck. Falls du da mal reingucken möchtest, es lohnt sich auf jeden Fall. Kommt aber, wie gesagt, jetzt ein bisschen regelmäßiger in Anwendung, weil ich eben in der Testphase von den anderen Produkten bin. Und da, das ist nicht so der Störfaktor.
den ich jetzt zum Beispiel mit der Nachtcreme von Kolibri hätte. Da sind eben ein Haufen Stoffe drin, die eben dieses Testding, das ich da gerade habe, so ein bisschen stören könnten oder ablenken könnten von dem, was das Produkt, das ich jetzt gerade teste, eigentlich bringt. Habe ich mich richtig ausgedrückt? Glaub schon. So, jetzt kommen die zwei neuen Produkte. Na, neu in dem Sinne. Steht auch schon eine Weile lang bei mir im Bad. Das ist bei mir echt wichtig, dass ich so eine Geschichte hier mache, dass ich eben dann auch mal Produkte herhole, die da schon ein bisschen stehen. Ich war im Januar, war ich beim Hautarzt, weil durch das Pille absetzen ich unwahrscheinlich fettige Haare habe. Deswegen ziehe ich das so ein bisschen in die Länge mit dem Haare waschen, weil je häufiger ich die Haare wasche, das steht für jeden anderen, der in der Thematik drin ist, auch, je mehr fettet das Haar, wenn du eben so eine Problematik auf dem Kopf hast. Und da hat die Hautärztin mir das empfohlen, das ist ein Schwefelshampoo, da sind keine Duftstoffe drin, da wird nicht mit harschen Sulfaten gearbeitet, weil all das bringt deine Haut dazu, diese Rückfettung wieder einzusetzen. Ne? Aber es braucht halt einfach nach dem Pille absetzen eine Zeit, um dass das halt wieder klarkommt. Und durch die ganze Sache ist bei mir das eben mit dem Pony auch so schwierig im Moment. Und das hat mir persönlich nicht ganz so viel gebracht. Also es ist schwer damit zu waschen, finde ich. Also ich bin so jemand, ich brauche Schaum. Das schäumt schon. Aber es reinigt halt ganz anders wie ein herkömmliches Shampoo. Und ich habe mich irgendwie damit schwer getan, weil es in der Hinsicht von den fettigen Haaren her einfach gar nichts gebracht hat. Der Gedanke von einem sehr milden Shampoo ist nicht falsch. Absolut nicht. Aber bei mir hat es halt nichts gebracht. Und ich habe es dann nicht mehr so wirklich verwendet. Es ist ein bisschen was, ist noch drin. Es muss halt leer gemacht werden. Wie gesagt, ich habe das seit Januar. Seit Januar, genau. Und das sind 103 Gramm. Das kriegen wir hin auf jeden Fall. Ich verwende es halt jetzt einfach mit einem anderen Shampoo zusammen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das hat nicht so ganz gut gereinigt, weil ich eben Heilerde auf dem Kopf habe und ich möchte die beim Haare waschen runtergewaschen haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass das nicht so hundertprozentig bringt. Ich werde es aber jetzt aufbrauchen, wie gesagt, weil ich habe es mir ja gekauft gehabt. Kommen wir zum 10. Produkt und das ist die Augencreme von Face Theory. Bei der weiß ich jetzt schon, tue ich mich schwer, die aufzubrauchen, weil das ist so viel. Ich bin ganz erschrocken, als die bei mir angekommen ist, 30 Milliliter. Und du brauchst echt nur ganz wenig. Und ich kann mir vorstellen, dass ich im Monat da auch nur so 1-2 Gramm aufbrauchen werde. Kommt bitte nicht bei der Tube auf die Idee, wenn die bei euch ankommt, zu glauben, man müsste das nach vorne drücken. Ich hatte ja 10 Anwendungen in der Hand. Ich habe mich damit halt dann eingecremt, aber wisst ihr, wie ich meine. Dafür ist das Produkt echt zu teuer. Also wirklich nicht auf die Idee kommen, da das fortdrücken zu wollen. Ich liebe so Metalltuben trotzdem. Ich finde, das macht halt einfach echt was her. Und ich habe dieses Mal halt die sogenannten 30 Gramm. Das macht natürlich auch noch die Verpackung aus, weil es sind ja nur 30 Milliliter drin. Da werde ich mich wirklich schwer tun, das aufzubrauchen, das weiß ich jetzt schon. Weil Kosmetik hält halt nicht ewig, das darf man halt vergessen. Und ich muss halt gucken, dass ich da wirklich vernünftig viel auf meine Augen packe und das halt auch nicht vergesse, weil sonst kriege ich es nicht leer. Und das ist halt eben der Sinn und Zweck der Sache, Sachen eben auch aufzubrauchen, dass man sie nicht wegschmeißen muss. Passiert mir leider immer wieder. Na, wie ist es bei dir? Hast du so Produkte, die halt echt schon eine Weile da rumstehen, die du jetzt aufbrauchen musst? Oder so schwierige Produkte wie bei mir, die Augencreme, die soll in einem Jahr aufgebraucht sein. Oder eben die Lippenpflege. Kennst du sowas? Also, ja, oder eben so ein Kontrollprodukt, wie so ein Sonnenschutz, wo man einfach gucken möchte, verwende ich eben jeden Tag von dem Produkt, um eben auch den Schutz zu wahren, gerade wenn man eben hochwertige Inhaltsstoffe auf dem Gesicht aufträgt oder Säuren, da musst du dann eben Sonnenschutz auftragen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Hast du sowas?
Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.